Ja, hallo und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal Part 7575. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen heute im LS19. Ja, ich bin wieder auf der schönen Voralpe bei Tunua unterwegs. Oh, jetzt wollte vom Straße runtergehen. Da werden wir zusammengefahren. Hallo, schöne Frau, wie geht's? Hier laufen lauter schöne Frauen rum. Jawohl. Tja, dann schauen wir mal. Machen wir mal einen kleinen Spaziergang über die Felder. Die Gerste wächst. Und hier haben wir auch noch, glaube ich, Gerste. Genau. Hier rüber, was haben wir da gesehen? Da haben wir den Raps. Auf dem Feld, weiß ich gar nicht. Da ist der Mais angesehen. Sehr schön. Ja, das ist der Hof. Den kennt ihr ja. Na, springt drüber. Hoppala. Das sind die Hühner. Oh, die machen schon ganz schön Eier. Wie viel sind drin? War schon bald mal voll. Wie viel sitzt denn überhaupt Hühner? Mal gucken. Können wir gleich mal noch die Tiere schauen. 13 Hühner sind's. Ich glaube, da werde ich mal ein bisschen noch dazu kaufen jetzt. Existier in 13 Stunden, 15 Stunden. Da glaube ich, kaufe ich mal ein, zwei dazu noch. Also Huhn weiß 2, da machen wir 4, da machen wir auch 4, dann haben wir Dings, okay. Nur hier ist es nicht, wo ist da der Drücker? Da ist der Drücker, glaube ich. Da haben wir gesagt 2. Da haben wir gesagt 4. Jetzt weiß ich, ob es richtig ist, wurscht. 1, 2, 3, 4. Passt, da haben wir ein bisschen mehr. Kaufen wir jetzt einfach mal welche dazu. Hier brauche ich noch eins und hier brauche ich noch zwei. Okay. Eines. Zwei. Sind wir jetzt richtig? Ja, das ist nicht genommen. Unbrauchbar. Zwei und eins. Zwei. Und eins. Bestätigt. Ja, jetzt sind wir verkehrt rum, aber das ist ja wurscht jetzt. Okay. Da werden wir dann auch bald. 15 Stunden haben wir das nächste Tier. Das ist auch bald. 40 Stunden. Genau. Haben wir auch bald. Passt. Dann sind wir da auch bald. Die produzieren dann auch ein bisschen mehr. Hier ist sauber. Schafe. Wie viele Schafe haben wir? Auch ein bisschen wenig, wenn ich das so sehe. Da holen wir uns auch noch mal welche. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, fünf. Dann haben wir dabei auch noch ein bisschen mehr. Gut, da brauchen wir den. Gut, da müssen wir jetzt bei den Schafen noch Wasser einen tun. Das können wir gleich hier machen. Und dann brauchen die Gras und Heu. Können wir ja da schnell reinfahren. Viel zu tun jetzt im Moment nicht, weil wir haben ja letztes Mal die schon gemacht. Genau, da bringen wir ihnen Gras oder Heu. Ein bisschen umstellen hier. Genau. Und die anderen Tiere lasse ich jetzt mal noch. So viel Geld habe ich jetzt auch nicht auf dem Konto im Moment. Hier kann ich zwar cheaten, wie ich will, aber ich möchte trotzdem nicht zu viel übermachen. Oh, wo das da hebt. Oh, oh, ne. Zwei Ball. Ah, ich habe auch kein Gewicht. Doch, Gewicht habe ich hinten dran, aber zwei Ball sind doch zu viel. Paar Ball, zwei Ball. Ist ja auch nicht schlimm. Macht ja Spaß mit dem Kleinen hier.
Aber ich weiß nicht, warum ich hier keine nicht sauber machen muss. Ich glaube, der Stahl mit dem Umschreiben auf die Mist, das hat nicht ganz hingehauen, aber das ist ja egal. Weil ich habe dir alles ja auf Mist umgeschrieben. Okay. Und somit hat er wahrscheinlich die Produktion oder das Saubermachen nicht, erkennt er nicht mehr. Wie viel brauchen wir noch? Boah, da brauchen wir doch ein bisschen was. Ja, jetzt sind 10 Türe, 20 Türe dazugekommen, das merkt man. Dass wir den da gleich kriegen. Ich brauche das Heu für die Kühe und für die, auch fürs Gras. Und von dem her für Weber halt wieder was machen. Und von dem her kann man eh dann die Wiese wieder nehmen, hinten oder vorne. Da haben wir wieder genug dort. Die wollen dann immer. Gut, der ist voll. Dann tun wir den wieder woanders und wieder zurückstellen. Aha, der ist nicht ganz weg, aber der. Dann lasse ich den jetzt mal da liegen. Dann lasse ich es einfach drauf liegen. Genau, so machen wir das. Wir können immer wieder was brauchen, bis wir es nicht mehr brauchen. Das passt auch. Den stellen wir wieder hierher. Ich habe jetzt nur so 20.000 auf dem Konto, sonst hätte ich gesagt, wir holen noch mal Kühe, aber passt schon. Du wirst uns erst wieder was verdienen. Deswegen würde ich sagen, werden wir wahrscheinlich heute ein bisschen Holz machen. Dann würde ich sagen, springen wir mal in den Bedrack, weil der hat hier, haben wir Holz schon angefangen. Habe ich hier schon mal angefangen. Genau. Hier liegen schon ein paar. Schon ganz schönes Durcheinander. Können wir ein bisschen die Kleinigkeiten wegtragen hier. Die können wir nicht ganz brauchen. Machen wir heute mal ein bisschen Holz, würde ich sagen. Und dann können wir hier später Hackschnitzel auch noch machen. Genau. Ja, ich habe heute Müsli gehabt zum Frühstück. Kraftmüsli. Deswegen geht das. So, hier noch mal welche. Gut, ne? Die hier sollen weg, hier soll eine Dings reinkommen. Gucken wir mal, was das ist. Aha. Ich spritze es einfach mal rum. Der Herr soll weg. Der Herr soll weg. Der Herr soll auch weg. Okay, wird gemacht.
Gelbe Dose. Hallo, nach oben möchte ich eigentlich. Da geht nicht mehr dann. Was ist der da noch? Achso, der geht bloß von der Richtung dann. Ah ja. Okay, ist wurscht. Ich würde sagen, nehmen wir noch einen hier weg. Den hier beispielsweise. Oh oh, ich glaube, da ist der im Weg. Ne, lass mal stehen. Und wir können den hier schon mal wegnehmen. Immer noch bergauf, habe ich mal gehört. Nicht bergab. Baum fällt. Ja, sonst gibt es nichts Neues bei mir. Immer noch das alte. Wow, 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 wow. Ja, perfekt. Wow. Upsi. So, das war knapp. Ja, man sollte halt aufpassen, gell? Dass man nicht erschlagen wird vom Baum. Fast vom Baum erschlagen. Dann können wir uns ein bisschen Geld verdienen. Oh, ich laufe schon wieder auf den Weg drum. Was, der gehört nicht zu meinem Land? Das ist nicht gut. Das ist doch mein Land. Ja, müssen wir mal schneiden. Oh, 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 da muss ich aufpassen. Ja, der schnalzt doch hinten weg, weil er hier natürlich leichter wird. Das ist klar. Das Daumen mal Pi ungefähr. Mal länger, mal kürzer wahrscheinlich, aber das ist Daumen mal Pi. Haben jetzt hier kein Harvest oder kein Zollstock. Wow. Obwohl es hier einen Zollstock geben würde. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu umständlich. Wieder weg, die sind zu klein. Aus denen können wir dann später Hackschnitzel machen. Würde ich sagen. Verstehen wir eh schon ziemlich gut. Weisen wir mal den MP-Drag an. Und auf den Sitz drauf. Schauen wir mal, wow. Da war der Baum im Weg. Haben wir beschissen hingestellt. Ja, das wäre das, was wäre, die aufzuladen. Bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt so sauber hinkrieg. Ohne Dauer gegen den Baum zu dort. Oho. Ja, wir machen hier gut, gell? Dafür haben wir ja den Korn.
wird zu lang werden. Ja, es ist nicht so einfach da zwischen den Bäumen die Bäume rauszubringen. Oh ja, ich sag mir, das ist nicht so einfach, weil mit der Baum hier noch da ist. So, dann schauen wir mal. Von außen ein schönes Thumbnail machen. Das Thumbnail besser gesagt, oder auch mal so, hier vom raus. Auf der anderen Seite schöner. Mal so nochmal. Genau, dann passt das. Ja, den einen, der ist zu lang noch. Werde ich noch mal abschneiden müssen. Ja, es ist keine Übungssache, ich mache es jetzt im Moment auch nicht mehr so oft. Mit meinem First-Projekt hatte ich es ja mehrere gemacht, aber da habe ich die Zeit im Moment nicht dazu. Das wird auch wieder kommen, dass ich da teilweise wieder einfach mit Musik welche mache, Holzarbeiten. Aber im Moment ist halt leider die Zeit und ich habe ja so viele Projekte auch nicht da. Genau. Obwohl ich jetzt wieder ein bisschen mehrere Zeit habe als früher, aber ihr merkt es ja selbst. Man muss halt auch immer schauen, dass die auch gemacht werden, die Videos und so weiter und so fort. Macht einen Heiden Spaß, ja, aber macht auch ein bisschen Arbeit, weil es ein Tag, zwei immer wieder für die Videos, auch wenn es sich beschäftigt. Je nachdem, wie viel man vorhin produziert oder wie viel man produziert. So, hoppala. So, dann tue ich jetzt den hier mal nochmal in der Mitte zerlegen. Ist ungefähr hier. Da müsste der eigentlich jetzt hier zum Hochnehmen sein. Jawohl. Mit den 2 Zollstöcken geht es schon eigentlich ziemlich recht schön, wenn man die Übung damit hat ein bisschen. Das ist ja schon eine feine Sache, 2 Zollstöcks. Aber trotzdem haut es noch nicht hundertprozentig hin. Könnte doch besser sein. Ach ja, den einen, wie komme ich jetzt da dran? Entweder hoch oder runter, gell? Schauen wir mal, wenn ich jetzt hier so hinkomme mit dem Teleskop auskopieren, so weit rüber wie möglich. Da könnte hingehen. Oh, gar nicht, oder?
Weiter geht er leider nicht raus. Wie weit ist der weg? Ups. Hier noch ein bisschen weiter rüber. Ich muss aufpassen. Jetzt da. Den ziehen wir jetzt ein bisschen hierher. Wollte man normalerweise mit gerade nicht machen. Wo geht jetzt nicht anders? Ja, perfekt. Haut doch hin. Die Rohre aufpassen hier. Natürlich wieder nicht hundertprozentig sauber. Oh, der ist auch zu lang. Das sollte ich auch da noch schneiden. Oh je, das wird was werden, jetzt da reinzusetzen. Oh, okay. So geht's auch. Aber nicht so, hallo, da bleiben. ja. Ja, oh, ja, was hast du vor jetzt? Ja, das ist manchmal, wenn man die Übung nicht hat, dann haut das nicht hundertprozentig hin. Aber jetzt. Und loslassen. Jetzt da. So lässt man. Nur die Stützen wieder hochholen. Perfekt. Den Kran lassen wir jetzt dabei so. Zack, hier festmachen, dass ich runter kann. Wie voll haben wir denn? Ja, es ist so nicht ganz voll. Ein paar können wir noch mitnehmen. Oh, hallo. Uiuiui, da hat er zu kämpfen. Ja, da hat er hört. Hat selbst der MP-Drag zu kämpfen. Ja, es ist auch nur eine Steigung hier, gell? Dann stelle ich mich hierher. Handbremse rein. Und steigen wir aus. Steigen hier wieder ein. Oh, das sieht man jetzt schlecht, aber man sieht. Dann können wir wieder mit dem Rad weitermachen. Parken wir noch drauf. Fahren wir mal zum Sägewerk. Verkaufen die ersten Stämme. Irgendwie haben die teilweise eine blöde Kollision. Das ist. Ja, das liegt aber auch wieder an den Stämmen. Teilweise gehen sie so schön und teilweise gehen sie gar nicht. Schauen wir mal, ob die zwei da ja noch mitgucken. Würde ich sagen, das reicht jetzt mal, bevor wir jetzt zum hallo, das wäre ganz woanders hin. Da liegt auch noch einer, immer den da. Die
Diese Schauen hier links, rechts, vor, zurück, das geht nur mit Hattrick. Genau. Aber das ist eine feine Sache. Mal absetzen. Ja, wenn er nicht hundertprozentig auflädt, dann ist es natürlich nicht gut. Ihr seht es selbst, da kann man nicht hundertprozentig laden. Und es ist jetzt auch egal. Irgendwas ist da kollisionsmäßig mit denen nicht raus. Andere beherrschen das total gut. Und ich jetzt scheinbar nicht. Gut, dann lassen wir den so drauf. Legen den Garn ab. Würde ich sagen, fahren wir jetzt das erste Mal zur Sägemühle. Das ist auf dem Sägewerk. Hier machen wir da Grad. Genau, da muss ich mal gucken, wo ist das Sägewerk? Sägewerk ist da oben, ist nicht weit weg von uns. Dann geht's ab. Handbremse raus. Wir verkaufen die ersten Sachen, haben wieder ein bisschen... Oh, oh ja, ja. Okay. Jo, wow, wow. Umfall, Umfall, Umfall im Wald. Umfall im Wald. Aber da wir ja gerade drauf haben, stellen wir uns wieder auf. Ich hoffe ich doch. Wahnsinn. So, jetzt stehen wir zumindest. Ihr habt das nicht gesehen, gell? Ihr habt das alle nicht gesehen. Aber da wir groß und stark sind. Können wir das anders machen? Raffmüsli. Boah. Mit Raffmüsli schaffen wir das. Ja, es ist in echt passiert das genauso. Und dann passieren die ganzen Unfälle nicht. Muss ich gleich schreiben, Tampen, schwerer Unfall bei Forstarbeiten. Wo muss ich denn jetzt hin? Da oben ist das. Komme ich hier überhaupt raus? Weiß ich jetzt gerade. Ach doch, da hinten, glaube ich, komme ich raus. Das ist eben eine Wiese, die könnte ich hier auch noch wehen. Also von dem her, Gras hätte ich ja genug. Oh, nochmal ein Unfall. Tja, aber ich schneide das nicht raus, das ist ehrlich. Und von dem Weg finde ich das gut. Also, das ist passiert. Und von dem her passt das. Ich glaube, hier muss ich verkaufen. Gucken wir mal, ob man es so verkauft oder ob ich es runterlaufen muss. Ah, verkauft 11.000 Euro, gekauft fast 12.000 Euro dafür bekommen. Das läuft doch. Ja, und schon ist die halbe Stunde wieder vorbei. Mit diesen Bildern beim Sägewerk sage ich ein recht herzliches Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Dass ihr wieder diese knappe halbe Stunde mit mir Forstarbeiten gemacht habt. Vielleicht machen wir die nächsten Tage nochmal welche. Genau, ich sage ein recht herzliches Guten Abend, Guten Morgen, Guten Tag, Gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Und ja, Daumen oben, Daumen unten, wisst ihr ja, ist gern gesehen.
Und Abo natürlich auch. Danke an die ganzen Abonnenten, die mir so treu sind. Wir sehen uns bei meinen nächsten Projekten. Meier Part 7575. Tschüss.